Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und hier sind wir wieder bei unserem armen Dan, so kann man ihn fast schon nennen, der sein bestes Stück aufgrund eines Verrates verloren hat und nun womöglich mit übernatürlichen Mächten anbandelt, mit über das Leben und den Tod nachdenkt, aber eigentlich insgeheim hofft, dass diese Mächte auch die Macht haben, sein Gemächt zurückzubekommen. So, jetzt haben wir das auch nochmal klar formuliert. Das ist ein geheimer Glaube, weil, naja, wer die Macht über Leben und Tod hat, sollte auch über sowas die Macht haben, oder? Da steckt doch eine gewisse Logik dahinter. So, wir haben aber unseren Haupterben Rönnwald, der ist 12 und entsprechend können wir einen Fokus wählen. Jetzt ist die Frage, es müsste eine Mischung sein aus den Auffassungen, die König Dan vertritt und seine Eigenschaften, wenn er das wohlwollend meint. Ich denke, dann passt vielleicht die bildungsorientierte Ausbildung. Gerade vor dem Hintergrund des Wissens, nachdem er gerade strebt, findet er das vielleicht relevant. Ja, machen wir das mal. Wählen wir das aus und wir können dem Reich den Erben vorstellen. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Euer Nachfolger erreicht bald das Alter, um ihn oder sie den Vasallen des Reiches offiziell vorzustellen. Dies kann helfen, Vertrauen aufzubauen und dem Kind in Zukunft sicher nützlich sein. Gut, wir versenden die Einladung, machen wir das. Ihr habt eure Vasallen eingeladen, an einem offiziellen Empfang zur Vorstellung eures Erben Rönnwald teilzunehmen. Er wird viele Höflichkeiten austauschen und ein formales Auftreten zeigen müssen, was sicherlich für jemanden, der noch so jung ist wie er, ermüdend sein kann. Ihr habt jedoch vollstes Vertrauen, dass er euch nicht enttäuschen wird. Okay. Sie werden bald hier sein. Wir bekommen 5 Prestige für diese Aktion und ja, werden mal weiterlaufen lassen. Was anderes haben wir im Moment sowieso nicht zu tun. Abt Alpha von Niederhorst ist ein frommer und gebildeter Vasall. Genau, das ist hier er. Okay, nachdem er sich Rönnwald vorgestellt hat, macht euch Alpha ein Angebot. Alpha ist gewillt, Rönnwald detailliert in die Bibel einzuweisen, wenn ihr eure Gunst gewährt. Gut, ich glaube, wir sind sowieso treuherzig, insofern spricht da sowieso nichts dagegen. Wir schulden dann Abt Alpha einen Gefallen, was aber kein Problem ist, da er nicht im Rat ist. Ich mache alles für Rönnwald. Der erlangt eine Bildung durch diese Aktion und wir ein Pietät. Sehr schön. So, und der Kanzler, seine Mission in Horlogaland ist bislang ein Erfolg. Okay, prima. Grimm ist besser gestimmt. Um weitere plus 20. Sehr gut. Damit müsste er eigentlich mal von seiner komischen Idee abkommen, die Unabhängigkeit anzustreben. Nun gut, wir haben einen technologischen Fortschritt. Wir können hier bei den kulturellen Fortschritten weitermachen. Tja, was passt jetzt zu ihm charakterlich? Ich glaube, wir nehmen mal ganz banal die Sitten des Adels. Gehen wir mal da hoch. Wir können auch hier direkt ein bisschen was machen. Machen wir mal Burginfrastruktur vielleicht. Okay, hier warten wir noch mal ein bisschen ab. Gut, nachdem Rönnwald sich Abt Trückwe von Merre vorgestellt hat, präsentiert er sich leider durch versehentlich auf die Schuhe von Trückwe verschüttete Getränke und schafft es doch tatsächlich, alle Verwandten von Trückwe zu beleidigen. Dieses Kind ist noch mal ein Untergang. Dessen Meinung verändert sich um minus 20. Für die Zeit. Das ist natürlich nicht so schön. Na gut, da hat er einen Feind. Hier kommen ganz viele Nachrichten rein. Ah, okay. Forschungsfortschritte. Wisst ihr was? Die werden wir mal komplett rausnehmen. Halt, nein. Die nehmen wir mal nur ins Log. Die brauchen wir nicht sehen. Während einer angenehmen Konversation stört euch ein lautstarkes Geschrei und nähere Begutachtung deckt auf, dass Rönnwald mit dem Kind eines Vasallen auf Besuch in einen handfesten Streit geraten ist. Ihr könnt die Kinder gerade noch trennen, aber es ist offensichtlich, dass Rönnwald und Skjalg Alfsson wohl keine Freunde mehr werden. Skjalg Alfsson ist der Sohn von Alf von Jamtaland, sein Erbe, und die sind nun Erzrivalen. Okay. Interessant, da bahnt sich ja schon einiges an für die Zukunft. So, Häuptling Grimm von Horlogaland ist ein Kämpfer und erfahrener Taktiker. Nachdem er sich Rönnwald vorgestellt hat,
macht euch Grimm ein Angebot, Grimms gewählte Rönnwald in die Tücken des Kampfes einzuweisen, wenn ihr eure Gunst gewährt. Die nächste Gunst, die wir gewähren, dem Grimm, dem haben wir uns ja eh jetzt schon angenähert. Ich würde sagen, auch das machen wir. Das ist sicher hilfreich. Ich gewähre euch meine Gunst. Sehr schön. So, was haben wir hier? Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich verlange, dass ihr als Gegenleistung für den Gefallen, den ihr mir schuldet, Tjust beanspruchen gegen König Gunnar von Westergottland erklärt. Solltet ihr euch weigern, werde ich den Rat informieren. Ha! Ja, da kommt die Treuherzigkeit zu tragen. Das ist natürlich jetzt hart. Interessant. Tjust. Wir gucken mal kurz. Das ist ein minderer Anspruch, der erzwungen werden kann. Für Grimm Tjust beanspruchen. Oh, der hat sogar landlose Charaktere, die euch wichtig sind. Interessant. War mir noch gar nicht bewusst. So, wie funktioniert das? Ich glaube, Tjust würde dann unter unsere Fittiche geraten, weil Grimm selbst nur Häuptling ist, während wir Kleinkönig sind. Dementsprechend würde er hier auch Häuptling werden und würde, das würde Teil von Niederrosswein, wenn ich mich nicht täusche. Tja, als treuherziger und gerechter Charakter, ich meine, er hat ja auch einen Anspruch darauf, denke ich, werden wir ihm jetzt folgen. Ich gucke mal, ist das ein schwacher Anspruch? Ja, aber Tjust scheint ein Kind zu regieren, genau. Insofern hat er da das gute Recht, das durchzusetzen. Tja, wie sieht es dann aber aus mit denen? Mit denen müssen wir jetzt in Krieg gehen. Sie greifen gerade Herzog Theodor den Gütigen an. Herzog von Kujawia. Okay. Der hat diese Ländereien. Oh Gott, was ist das für ein komisches Herzogtum? Von dem wollen sie was erobern. Na, das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wartet mal, wir gucken mal, wie groß das Reich ist eigentlich. Dieses Kleinkönigreich. Ja gut, es ist am Ende auch überschaubar. Es sind nur diese vier Stämme, die zu ihm gehören. Und er ist teilweise auch noch im Krieg. Tja, gut, wir haben Geld. Wir haben Prestige. Ich würde mal sagen, wir bleiben da bei unserem Wort und akzeptieren und treten jetzt also in diesen Krieg ein. Indem wir jetzt automatisch sind. Wir rufen unsere Vasallen, selbstverständlich. Häuptling Grimm, Häuptling Alf und Häuptling Arnfast. Ja, die rufen wir zu Hilfe und wir werden natürlich unsere Leute auch noch komplett ausheben. Das ist klar, also wenn, dann geht es jetzt richtig los. Gut, wir sammeln uns bitte. Na, man weiß nicht, wie schnell die hier sind. Wir sammeln uns mal hier im Hinterland. Müssen aber wieder höllisch auf das Wetter und sowas aufpassen und den Winter, weil es wieder gegen germanische Stämme geht. So, ich klicke mich hier nochmal kurz durch. Ja, das sind die ganzen Technologiefortschritte, genau. Das ist alles uninteressant. Okay. Stammesarmee könnten wir rekrutieren. Das wird noch nicht der Fall sein. Wir marschieren erstmal hier und sammeln uns. Die letzten eurer Vasallen sind gegangen und Rönnwald wirkt sehr erleichtert. Er wirkt erschöpft von all den Formalitäten, doch dieser offizielle Auftritt wird ihm sicher in Zukunft noch nützlich sein. Er bekommt monatliches Prestige und die Meinung aller Vasallen steigt für die nächsten 20 Jahre um plus 4. Immerhin. Es ist jetzt auch nicht überragend, aber doch ein kleiner, interessanter Vorteil. So, gut. Jetzt werden natürlich alle möglichen Leute in den Krieg gerufen. Seine Lehnsleute, ist ganz klar. Inge der Ratlose. Ah, Inge. Inge, du bist Befehlshaber. Bei wem denn? Wer ist dein Lehnsherr? Nein! Das fasse ich nicht. Er kämpft jetzt gegen uns. Der hat... Ich glaube es nicht. Der hat den angeheuert. Kann man da irgendwas machen? Können wir ihn an unseren Hof einladen? Nein, können wir nicht. Falsche Religion. Das ist ja verrückt. Jetzt kämpfen wir gegen einen Hedebefehlshaber und der ist gut, der Mann.
Na, obwohl, als Anführer nicht. Nee, als Spion ist er gut. Naja, gut. Da tauchen übrigens erste Feinde auf. Wisst ihr was? Die wollen nach Raumaregie. Bin fast der Meinung, vielleicht gehen wir mal hier rum und laufen ihnen hier mal ein bisschen entgegen. Und du bleibst mal hier stehen. Und jetzt muss ich auch mal überlegen, der Marschall, der sollte hier zum Einsatz kommen. Kolbjörn. Der soll aufhören, die Armee zu organisieren. Fass mal die Truppen zusammen. Jetzt kommen unsere besten Leute zum Einsatz. Grimm kämpft natürlich mit. Er kämpft ja um sein Land. Ja, Stichwort beste Leute. Knut gehört sicher nicht dazu, aber gut. Wir haben ihn noch mal. So. Der nächste ist in den Krieg gerufen. Ja, ich habe gar nicht nach dem Bündnispartner geguckt. War vielleicht ein Fehler. Wir fügen erstmal die zusammen. Haben wir jetzt schon mal 2300. Werden jetzt hier einen Malus bekommen, aber wir sind deutlich. Da. Er bricht schon ab. Wir versuchen ihn hier zu stellen. Es ist Januar allerdings. Es wird hier Probleme geben. Wegen des strengen Winters. Kann man eigentlich hier eine Klimakarte. Die Geländekarte zeigt das vielleicht besser. Bleiben wir mal hier. Wir müssen auf den Winter aufpassen. Aber ich würde ihn auch gern stellen, ne? 3. Februar. Kommen wir zumindest erst nach Monatswechsel dort an. Lasst uns die Schlacht schlagen und schnell wieder abhauen. Die Schlacht dauert, aber es sieht gut aus. Okay. 12 zu 336. Erst der kleine Sieg errungen. Ah, aber schon den Winter, die Winterverluste erlebt. Heftig. Schnell zurück in die eigenen Lande. Wann sind wir da? Am 28. noch an diesem Monat. Naja, geht ja noch. So. Die Markstadt wurde in Raumaregi gebaut. Und in Nidaros. Da kommt noch Verstärkung. Ihr alle. Jetzt ist hier der Sammlungspunkt. Wir müssen das Ende des Winters abwarten, bevor wir weiterziehen können. Jetzt wird es hier langsam mild. Ne, normal ist es hier. März. Okay, er zieht hier hin. Das heißt, da können wir ihm entgegenziehen. Das ist völlig in Ordnung. Und wir rücken mal hier auf. Und dann gucken wir. Im Moment sehe ich ja noch nicht viel, was er uns hier entgegensetzen kann. Bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. Okay. Vollständig, fast vollständig vernichtet. Gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir durch. Es ist immer noch ein milder Winter. Im April. Aber im Mai dürfte es dann soweit sein. Wir ziehen hier durch. Hiermit belagern wir die Hauptstadt hier mit Tjust. Die fassen wir zusammen. Hier haben wir eigentlich keinen. Hier können wir noch Tyke einsetzen, aber die Armee ist nicht wirklich kampffähig. Na, mal sehen, auf was wir hier noch treffen werden. So, jetzt ist endlich der Winter vorbei. So, oh, Grimm. Meinung immer besser. Wir können ihn fast mal abziehen, glaube ich, den Kanzler. Der kann mal wieder die Staatskunst verrichten. Mit Grimm ist jetzt alles in Ordnung, würde ich sagen. Tjust, das ist das Ziel. Was habt ihr denn jetzt eigentlich noch für Verluste? Ja, Versorgungslimit. Ganz normal. Da haben wir 192. Die sind keine Gefahr. 134 auch nicht. Okay. Das scheint zu funktionieren. Wir belagern jetzt auch die Hauptstadt. Sehr gut. Und Ankunft einer Mystikerin. Oh, jetzt könnte es sein, dass es losgeht. So. Euer Marschall Kolbjörn wirkt ratlos. Meister, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, sagt er kopfschüttelnd, um Worte verlegen. König, sie ist beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll und noch dazu so weit gereist. Unruhig von einem Fuß auf den anderen tretend und sichtlich um Worte ringend, steht er vor euch. Verstehe, entgegnet ihr unschlüssig. Das sich daraufhin anschließendes Schweigen bricht Kolbjörn und fragt: Fürst, ich kann sie immer noch fortschicken. Möchtet ihr das? Nein, jetzt ist doch die Hoffnung da. Wir sollten die Frau ausreden lassen. Eine Hoffrau genannt Namanje erscheint am Hof. Okay, und die gucken wir uns jetzt aber mal ganz genau an.
Nee, das sind alte Sachen. Na manche. Okay. Gut, was ist sie für eine? Niedrige Geburt, westafrikanisch. Tapfer, stolz, fleißig, zornig, ein Mystiker, vernarbt, muskulös. Und kann... Boah, Staatskriegskunst 23. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht tun, sie dort an der Front einzusetzen. Das würde, glaube ich, zu viel Aufsehen erregen. Nein, nein, wir werden jetzt... Wir werden jetzt einfach hoffen, dass sie das erreichen kann, was wir uns wünschen, so sehnlichst wünschen. So, da ist aber eben eine große Armee aufgetaucht. Da müssen wir mal aufpassen. Die marschiert jetzt wohin? Nach Östergottland. Ja, kann sein, dass die zu uns durchmarschieren will. Können wir das noch unterbrechen? Ja, können wir. Dann machen wir das. Wir sind am 6. Juni da. Wir sind hier am 13. Juni. Helfen wir mit, oder? Oder belagern wir weiter? Wir haben noch gar nicht richtig angefangen, die Belagerung. Dann kämpfen wir. 1700. Das wird eine große, größere Schlacht. Gut, dass wir mit über 5000 Mann da reinziehen. So, Grimms Fraktion wurde aufgelöst. Das ist doch hervorragend. So, jetzt geht's los. Der Gegner ohne Flanke. Unsere Mitte steht dafür etwas schlechter da, aber bekommt jetzt nochmal Verstärkung. Ja, das sollte eine deftige Niederlage werden. Mit 5000 Mann auf unserer Seite. So, wir lassen aber jetzt, glaube ich, erstmal die Schlacht zu Ende gehen. Geht nicht, wir müssen uns jetzt hier erstmal entscheiden. Na gut, dann machen wir das. Eine interessante Begegnung. Die hochgewachsene Gestalt begegnet euch mit einem Nicken, doch ein Lächeln ist nicht auszumachen. Nur eine Augenbraue hebt sie, als wollte sie euch taxieren. Ihre Kleidung, die wohl schlicht sein soll, wirkt exotisch auf euch und ihr habt Mühe, eure Verwirrung zu verbergen. Die Kämpferin vor euch würde an eurem Hof in jeder Hinsicht etwas Besonderes sein. Mein Name ist Namanje. Ihr seid Dan, sagt sie, als hätte man vergessen, euch vorzustellen. Euch wird klar, dass ihr zuerst das Wort an sie hättet richten müssen, aber die muskulöse Person macht euch nervös und so öffnet und schließt ihr den Mund bloß, ohne überhaupt etwas zu sagen. Ich hörte, ihr wollt ewig leben, sagt sie, und das klingt mehr wie eine Feststellung als eine Frage. Ich kann euch helfen. Ja, eigentlich, ja, würde ich gerne noch was anderes haben, aber ich kann es mir peinlich, das zu sagen. Deswegen sagen wir erstmal ja. Ich werde eure Lehren annehmen, Namanje. Das ewige Leben ist mein und ich hoffe auch, das, was ich verloren habe, kehrt zurück. Gut, die Meinung der Kirchenversallen sinkt dramatisch. Wir verkehren mit Ungläubigen, das ist der entsprechende Effekt. Und Namanje findet uns gut und wir erhalten die Eigenschaft Sympathie für die Heiden. Okay, so, hier ist der Sieg. Wunderbar, 27%. Dann marschieren wir mal mit denen dorthin. Mit den anderen belagern wir dann Malthus, mit denen die Hauptstadt. Mal gucken, ob der Feind nochmal irgendwie relevant zurückkehrt. Oder ob es das gewesen ist. Die fliehen jetzt erstmal dort. Hier belagern wir, das ist soweit okay. Den Rest ignorieren wir jetzt erstmal. Das sind zu kleine Truppen, als dass sie uns stören könnten. Würde ich einfach mal behaupten. Und wir hoffen jetzt auf einen schnellen Belagerungsfortschritt. Oh, hier scheinen noch andere Kämpfe auszubrechen. Und verdammt! Es kommt hier tatsächlich zur Schlacht, weil... hier offenbar eine Kriegerbande ausgehoben wurde. Das ist natürlich jetzt bitter. Das ist allerdings unsere Armee mit unseren guten Anführern. Die Frage ist, wollen wir hier einfach standhalten? Wir haben hier schon 57% Belagerungsfortschritt. Da würde ich die jetzt ungern abziehen. Ich würde sagen, oder wir können vielleicht die anderen Truppen hierher bitten oder eine von denen. Häuptling Hall, vielleicht kommt er ja dann noch rüber als Verstärkung. Ansonsten versuchen wir es mal standzuhalten. 1500 leichte Infanterie, 300 schwere. Oh, okay. Deutlich mehr schwere Infanterie als wir haben. Insofern sind sie die Besseren. Die Frage ist, aber er hat keine Flanke. Was ist er für ein Anführer? Ach, das ist auch nicht so doll. Also hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Wenn nicht, dann ärgere ich mich natürlich. Aber es gibt ernstzunehmende Bedenken. Eines Abends sucht euch Inge auf. Inge? Der kämpft doch auf der, kämpft doch auf der anderen Seite. Ist doch ein Witz, oder was? Wieso sucht der uns auf?
Unsinn. Sicherlich lasst ihr euch zu einer Überreaktion hinreißen. Es geht darum, dass er vermutlich Namanji... Ja, wir horchen mal, was er sagen will. Fürst, ich fürchte um euer Leben, sagte mit ernster Stimme. Wer ist diese gotteslästerliche Heidin, die ihr in euren Hof geladen habt? Also es ist echt ein bisschen komisch, dass jetzt hier gewissermaßen ein Feind herkommt. Ihre Versprechen sind zweifelsohne süß, doch ihr dürft ihr kein Vertrauen schenken. Bitte, Fürst, lasst mich ihre wahren Motive ergründen. Sicherlich nicht von dir. So. Aha. Er hat sich jetzt in Bewegung gesetzt. 581. Muss aber vorher erst gegen die 200 kämpfen. Was ein bisschen blöd ist. Hier haben wir noch den Deutschen Orden. Ist der hier irgendwie mit eingestiegen? Wartet mal. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier? Boah, da haben jetzt noch ganz viele andere einen Krieg erklärt. Tolie, wartet mal. Der kämpft eigentlich gegen Gunnar. Wir stehen ihm gewissermaßen nur im Wege, weil er das gleiche Ziel hat, oder was? Aberkennung von Dahl. Wir müssten gar nicht gegen den kämpfen, verdammt. Aber jetzt ist es bestimmt zu spät zu fliehen. Ja, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Das habe ich nicht bedacht. Ärgerlich. Gut, immerhin ist die Belagerung bald durch mit 76%. So, ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir das hinkriegen. Wie gesagt, er hat keine Flanke, aber die besseren Soldaten. Und vor allem, er hat auch Kavallerie, die haben wir nicht. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben... Ja, wir sind einfach schlechter in der Truppenzusammensetzung. Kämpfen aber besser, weil wir die Flanke auf unserer Seite haben. Ja, hier unten, das war ein bisschen riskant, was wir gemacht haben, dass wir den zu uns geholt haben. Und da im Weg war noch ein anderer. Aber wir haben Tjust. Wir haben Tjust und damit 55%. Und wir haben auch die Schlacht gewonnen. Die hier werden wir allerdings verlieren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Der Feind flieht. Hier kommt nochmal eine weitere Armee. 2500 Mann. Okay. Gut. Die kämpft zumindest nicht gegen uns. Ist noch was in Tjust zu belagern? Ja, die Kirche. Dann machen wir das natürlich auch. Das nehmen wir auch noch mit, ganz klar. Und ihr, was habt ihr für Verlustquoten? 3,3. Das geht ja. Wobei Oktober, bald kommt der Winter. Aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen, Leute. Der Orden kämpft hier auch gegen unsere Feinde. Sehr gut. Und hier stehen jetzt 2500 Mann auf dem Gebiet von Wermalan. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Jetzt beginnt auch gleich der Winter, ne? Der Winter ist schon da mit milden Temperaturen. Noch sieht es aber ganz gut aus. Wir könnten hier auch... Ich vergesse das immer wieder. Nein, das wollte ich nicht. Wir könnten hier auch eine Festung bauen. 19 Tage dauert das. Aber jetzt haben wir es schon bald. 70% haben wir doch dort, oder? Das ist doch Westerwiek, ne? Ne, das ist Westergötland. 51%. 93. Wir haben das Kriegsziel aber gleich. Ja. 72%, Leute. Wir ziehen uns jetzt erstmal in unsere Gefilde, würde ich sagen, zurück. Wir werden dann möglicherweise hier die Schlacht anstreben, wenn wir das hier erobert haben. Okay. Aber jetzt geht es hier erstmal weiter. Gut, Leute. Zur Ehre der Ahnen. Als ihr den Raum betretet, sitzt Namanje auf dem Boden vor sich etwas ausgebreitet, das aussieht wie polierte Knochen. Ha! Da haben wir es. Vielleicht ist das unser zukünftiges, gutes, neues Stück. Mit einer Geste bittet sie euch zu sich. Ihr habt euren Geist vernachlässigt, sagt sie, die Augen geschlossen. Euch wird etwas mulmig angesichts ihrer Worte. Das habe ich nicht, murmelt ihr. Daraufhin öffnet sie die Augen, die euch kalt und stählern anschauen, und prompt revidiert ihr eure Aussage. Ihr müsst Opfer bringen, verkündet sie. Gut, antwortet ihr, und denkt daran, diese Aufgabe der Gelehrsamkeit von Bersi anzuvertrauen. Doch als hätte sie eure Gedanken gelesen, schüttelt Namanje nur den Kopf. Ihr müsst es selbst tun. Seht ihr, was ich sehe? Ihr bemerkt, dass die Knochen ein Muster bilden. Fast sieht es aus wie... Was bringt uns jetzt näher? Ich würde mal sagen, wir sehen eine Antilope. Bemerkenswert. Ihr werdet eine Antilope opfern, aus weiter Ferne zu euch gebracht. Kostet uns 42 Gold. Gut.
Liebe Leute, an dieser Stelle machen wir eine Pause. Was wird das noch? Wird Dan von Nidaros sein Glied wiederbekommen? wird die Schamanen ihm das erfüllen können oder in was für etwa, wo hat er sich da reingeritten jetzt? Das ist die große Frage. Und werden wir diesen Krieg gewinnen? Sieht im Moment so aus. Aber wir müssen erstmal eine Winterpause einlegen. Da oben sehe ich gerade, da sind auch noch Feinde, hier auch noch eine große Feindarmee. Also ganz so selbstverständlich wird es nicht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.